Hallo, da bin ich wieder und willkommen bei einer neuen wundervollen Folge Endzone. Ich bin super gespannt, wie weit wir heute kommen werden. Falls ihr das Licht heute merkwürdig findet, dann liegt das daran, dass mir schon wieder meine Rollo runtergebrochen sind. Ich liebe alles daran. Ich habe 2 Komponentenkleber bestellt und ich hoffe, dass er heute noch ankommt, damit ich nachher auf jeden Fall diese Rollo bis aufs Erbrechen festklebe, sodass sie sich nie wieder von meinem Fenster lösen werden. Aber ja, Licht ist heute ein bisschen dunkler. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Wir gehen rein in ein bisschen mehr Endzone. Ja, es lief letzte Woche actually pretty good. Das heißt, ich meine, gut, für euch letzte Woche, für mich vor 2 Tagen, weil ich tatsächlich das Bedürfnis hatte, direkt schon wieder weiter zu spielen und weiter zu planen und gar nicht erst aus dem Modus rauszufallen. Ich schaue gerade, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ah, hier wollten wir dann auch noch die Wege fertig ziehen, ne? Das können wir auf jeden Fall schon mal machen, weil die Wege werden auf jeden Fall so fest sein. Mal nur gucken, ob wir genug Leute gerade überhaupt haben dafür. Ja, ist ja nicht so viel gerade. Mal schauen. Also, wir produzieren gerade gut Essen, wir produzieren gerade gut Wasser. Und ich glaube, das wäre jetzt potenziell auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt hätte, wir versuchen as fast as possible an mehr Menschen auch ranzukommen. Ich überlege gerade, man könnte das hier ja wirklich ganz frech so planen, dass das hier so und dann, wir haben ja auch Deko-Sachen und man könnte ja eigentlich hier in die Mitte so ein Deko-Windspiel packen. Das muss ja nicht an den Weg gepackt sein, oder? Eigentlich. Die Frage ist halt, kommen die zum Bauen daran, wenn ich das zubaue? Das habe ich noch nie ausprobiert, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie sich das verhält und ob das funktioniert. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Ich finde die Vorstellung, hier ein Windspiel reinzupacken, eigentlich ganz cool. Ah, es gibt auch so süße Straßenlaternen, die man hier an die Stellen packen kann. Das finde ich alles sehr, sehr süß. Und vielleicht hier auch so eine kleine Hecke noch. Hier vielleicht so ein Busch, 2 Busch. Und so eine Fackel. Und das sind jetzt sehr viele Wohnhäuser, die wir geplant haben. Okay, lasst uns da vielleicht auch erstmal überall noch auf Pause gehen, weil das ein bisschen viele Wohnhäuser auf einmal sind. Und ach, die Büsche sind instant gesetzt. Gut. Hier wird uns auf jeden Fall Metall noch fehlen. Das produzieren wir, glaube ich, gerade noch gar nicht. Ich pausiere das jetzt auch mal ganz kurz, weil wir das halt echt noch nicht brauchen. Das sind Deko-Elemente. Ach nee, für die Büsche brauchen wir tatsächlich auch Holz. Krass, das habe ich auch nicht gedacht. Ja gut, die fressen nicht so viel. Das können wir erstmal laufen lassen, denke ich. Sonst sind die Sachen, glaube ich, auch noch sehr, sehr voll. Und Tendenz wachsende Bevölkerung, das ist auch schon mal eine gute Sache. Aber wir können da auf jeden Fall noch mehr Menschen brauchen. Also wir können hier auf jeden Fall noch mehr Leute reinpacken. Wir können hier noch mehr Leute reinpacken. Wir können hier noch mehr Leute draufpacken. Wir haben genug Möglichkeiten, was Wasser angeht, um zu erhöhen. Wir haben genug Platz für noch mehr Felder. Also ich glaube, es ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um mit Menschen zu erhöhen. Wir müssen nur auch schauen, dass wir hier rechtzeitig neue Schutzkleidung und alles produzieren, woran wir ja auch gerade schon dran sind. Also wir produzieren jetzt gerade noch unseren Stoff hier, was schon mal eine ganz gute Sache ist. Und sobald der hier produziert ist, dann müssen wir auf jeden Fall auf Metall switchen, damit wir auf jeden Fall Strahlenschutz herstellen können und Werkzeug. Zuerst Strahlenschutz, das ist sogar noch wichtiger. Dafür brauchen wir nur auch genügend Holz. Holz, 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 Holz. Wir haben 10 Kinder. Das ist actually viel. Wir haben 11 Kinder und die ersten Leute jetzt ohne Strahlenschutz. Ja, jetzt fangen die nächsten Probleme an. Das ist nicht gut. 11 Kinder. Wir haben fast gleich viele Kinder wie Erwachsene. Shit. Aber die werden gleich erwachsen. Die ersten Kinder. Was eine echt wichtige Sache ist.
was eine richtig wichtige Sache ist. So, wie sieht's hier aus? Okay, wir haben den Stoff dafür ready. Wir können damit jetzt hier auf Metall switchen, weil das nächste ist, was wir jetzt brauchen werden auf jeden Fall. Wir haben auch ein bisschen Stoff überproduziert, das ist aber auch nicht schlimm. Wir haben nur nicht genug Schrott. Das heißt, das Erste, was ich machen werde, sobald wir gleich neue Arbeitskräfte haben, ist mehr Schrottsammler einteilen, damit das ein bisschen schneller geht. Weil wir da, Holz brauchen wir auch eigentlich, wir brauchen alles. Aber Schrott gefühlt halt auch. Schrott gefühlt halt auch. Alter, noch mehr Kinder, jetzt sind es schon 12. Habe ich zu viele Kinder geplant? Nee, oder? Es kann nicht zu viele Kinder geben. Kann es zu viele Kinder geben? Es sind 13 Kinder? Gut, eins ist erwachsen geworden. Na, immerhin. 16, ja, geht hoch. Viele unserer Siedler sind gezwungen, sich ungeschützt durchs Ödland zu bewegen. Wir sollten unsere Produktion von Schutzkleidung ankurbeln. Ja, das haben wir auf dem Schirm, auf jeden Fall. Und damit, daran arbeiten wir gerade auch. Also ich kann das auch als nächstes bauen, eintragen und hier in die Försterhütte noch an den Mitarbeiter packen. Da werden gleich ein paar Kinder erwachsen, das ist sehr schön. Das macht mich sehr glücklich, da werden gleich ein paar Kinder erwachsen. Gleich, bald, soon, bald. Bitte, jetzt. Das braucht gerade doch länger, als ich dachte. So, das ist jetzt ein Risiko, weil uns hier jetzt ein Siedler fehlt. Aber nur, ja, Nuria ist jetzt da. Geil. Dass wir jetzt auch genug Holz auf jeden Fall produzieren. Und wir müssen schauen, dass wir die Nahrung nicht aus dem Blick verlieren. Die Attraktivität des Umfelds. Ach so, ja, Attraktivität haben wir halt leider noch nicht so wirklich gute. Dies ist alles nur sehr unattraktiv, was wir hier machen. Aber wir arbeiten daran. Und wir brauchen ganz schnell Aktivkohlemasken. Das heißt, wir brauchen auch eine Kohlerei dann. Wir brauchen auf jeden Fall auch eine Kohlerei. Alter, noch mehr Kinder. Doch mehr. Gib sie uns alle. So, woran scheitert das jetzt hier? Immer noch Holz. Echt? Immer noch Holz? Verbrauchen wir an anderer Stelle Holz gerade? Wo ich das irgendwie übersehe? Weil das ist ja priorisiert, das Ding. Und hier dürfte er ja eigentlich noch nichts hingetragen haben. Also eigentlich dürfte das nicht so. Vielleicht brauchen wir drüben auch ein Lager, damit es schneller geht. Und der Weg nicht so weit ist. Was haben wir für ein Ereignis? Okay, Arbeitsbereich ist leer. Schauen wir mal, dass wir vielleicht jetzt hier den ganzen Schrott wegbekommen. Die haben halt jetzt längere Arbeitswege. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie ich das jetzt lösen kann mit diesen längeren Arbeitswegen, weil das ist ja jetzt dann nicht mehr so effizient, oder? Also soll ich dann drüben ein Lager hinpacken, damit die Strecke nicht so lang ist? Also sie laufen dorthin und dann sammeln sie. Und dann müssen sie es ja irgendwo wieder absetzen. Das heißt, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, hier so ein provisorisches Lager auch hinzupacken. Also auch allgemein wegen der Holzhütte, weil die halt wahrscheinlich hier super lange am Laufen sind. Also super lange Laufwege einfach haben, um den ganzen Spaß zu erreichen. Also vielleicht wirklich einfach hier ein provisorisches Lager hin. Damit das dann schneller geht, I guess. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht. Also wir probieren es jetzt aus, aber ich habe das Gefühl, dass diese langen Strecken eher scheiße sind für uns. Und vielleicht geht es dann ja schneller. So, wir können noch einen Baumeister mehr reinpacken, was, glaube ich, ganz cool ist. Oh, und wir haben auch unsere erste Dürre, was nicht so cool ist. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir schon wieder in die nächste Dürre gelaufen sind. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber essenstechnisch geht es uns gut. Kinder kriegen wir immer noch sehr, sehr viele. Gerade die ganze Zeit. Das ist ganz cool. Noch mehr Kinder.
Noch mehr Erwachsene? Ach, geil, und jetzt ist die Schneiderei fertig. Was bedeutet, dass wir, okay, zwei sind vielleicht zu viel, wir haben nicht genug Ressourcen, um das abzudecken. Aber das bedeutet für uns auch, dass wir jetzt eine Kohlerei bauen sollten. Weil die jetzt auf jeden Fall auch Thema wird. Die produziert aus Holzkohle. Wobei ich die auch hier hinpacken kann. Also wahrscheinlich ist es dort am effizienteren, weil wir sie da dann halt quasi direkt neben, ja, ich hätte das Holzding wahrscheinlich woanders hinpacken sollen. Andererseits können wir hier vielleicht auch nochmal ein Holzding bauen. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass hier vielleicht nochmal eins entstehen wird. Und wenn dort auch ein Lager noch hingebaut wird, dann können wir hier, glaube ich, auch eine Kohlerei gut hinsetzen, ohne dass es stört. Und dann lass uns dort einfach nochmal später noch eine Försterhütte bauen oder so. Dann ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir hier so die Industrieecke haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das klappt. Wir werden es ja sehen, ob es funktioniert. Also zumindest produzieren wir jetzt Halstücher. Das ist zumindest schon mal besser als gar nichts. Wobei es halt nicht reicht. Also wir brauchen auf jeden Fall die besseren Masken. Und im Optimalfall auch einen Strahlenanzug. Aber dafür haben wir halt echt noch keine Ressourcen. Ja, es ist halt wirklich noch nicht drin. Wir haben drei Leute hier. Wir können auch in den Schrottplatz noch eine Person mehr nehmen. Das ist auch ganz cool. Wasser haben wir zu viel, aber das ist auch nice. Und dann lasst uns vielleicht mal einfach so schon mal auf die Zukunft gerechnet. Hier eine Försterhütte planen. Die dann hier auch alles neu bewaldet. Dann sind wir auch ein bisschen in so einem Wald drinnen. Das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Und schadet ja eigentlich auch nicht an der Sache. Ist nur jetzt noch nicht zu bauen. Haben wir jetzt noch auf Pause. So. Schrott sieht jetzt auch besser aus. Werkstatt wäre jetzt das nächste, was ich in Auftrag gegeben hätte. Da sind wir auch basically bald durch. Da fehlt jetzt nur noch ein Stückchen Holz, was schon mal eine gute Sache ist. Unsere Bevölkerung ist weiter wachsend, was ziemlich krass ist. Aber uns fehlt Schutzkleidung. Uns fehlt auf jeden Fall Schutzkleidung. Und Werkzeug, was wir ja jetzt auch hier bauen. Metall, Schrott und Holz. Können wir uns sogar leisten, gerade das zu machen. Das ist eigentlich eine coole Sache, dass das gerade geht, weil wir echt viel Metall gesammelt haben. Was werden wir denn als nächstes gebäudetechnisch brauchen? Hier brauchen wir nur normalen Schrott. Hier brauchen wir auch nur normalen Schrott. Hier brauchen wir auch nur normalen Schrott. Dann lass uns noch ein bisschen weiter. Oder lass uns eines vielleicht auf Stoff legen und das andere auf Metall. Weil so viel Metall werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Und dann ist die Kohlerei das nächste große Thema. Aber an der arbeiten wir ja auch gerade schon sehr erfolgreich. Essen haben wir immer noch, trinken haben wir auch immer noch. Also gibt es nichts, worüber ich mich gerade beschweren kann oder möchte. Die haben echt weite Laufwege. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir hier noch ein Holzding bauen. Wir brauchen nur noch mehr Menschen. Auf jeden Fall. So, was ist hier los? Gehe auf individuelle Bedürfnisse ein. Ich weiß nicht, was individuelle Bedürfnisse sind. Aber es ist auch, glaube ich, noch niemand gestorben. Wäre aber trotzdem etwas, was wir vielleicht in Betracht ziehen sollten. Dass wahrscheinlich bald Menschen sterben werden. Und wir deswegen ziemlich sicher einen Friedhof bauen sollten. Um das einfach schon mal auf dem Schirm zu haben, dass das Safe-Thema
sein wird. Soon. Kann ich das hier vielleicht auch erstmal hier hinschicken, dass sie das da wegwerden? Das ist jetzt auch ein bisschen näher dran. Das ist vielleicht gar nicht so schlicht, dass das zuerst weggemacht wird. So, wie weit sind wir mit der Kohlerei? Naja. 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 Jetzt. Gut. Kohlerei haben wir. Kohlerei produziert jetzt. Das heißt, wir können jetzt in unserem Dingsterbumster auf Aktivkohlemasken gehen. Auch wenn das ein bisschen brauchen wird. In der Theorie. Und wir können hier... Metall brauchen wir auf jeden Fall noch. Aber wir können danach auf Plastik gehen, damit wir das da gebaut bekommen. Und hier produzieren wir weiter Stoff. Wir brauchen auch auf jeden Fall noch einen Recycler. Aber wie sieht es jetzt aus mit Werkzeug? Macht der schon? Worauf wartet der denn beim Werkzeug? Oder braucht der einfach nur so lange, um Werkzeug herzustellen? Weil ich meine, bis jetzt fehlt uns ja nur ein Werkzeug. Bis jetzt haben wir das ja noch im Griff. Gut. Was fehlt dem gerade? Kohle. Ja, daran arbeiten wir auch. Dafür brauchen wir jetzt wiederum die Försterhütte hier. Damit die das ein bisschen leichter macht. Auch mit der Entfernung und allem. Ich glaube, wenn ich so auf meine Menschenmenge schaue, dann wäre vielleicht sogar noch ein... Wo ist es denn? Noch ein Recycler. Jetzt auch sogar schon gar nicht so blöd. Weil wir das definitiv auch brauchen werden. Um jetzt mit der Menge klarzukommen von allen unterschiedlichen Ressourcen, die wir brauchen. So. Dann bauen Sie bitte weiter. Das Werkzeug sollte jetzt eigentlich gleich da sein. Das sollte sich die Person dann auf jeden Fall auch nehmen können. Hoffe ich. Hoffe ich. Jetzt fehlen schon zwei Werkzeuge. Produzieren wir nicht schnell genug? Was fehlt jetzt hier? Kohle. Aber die haben wir jetzt gerade bekommen, oder? Ja, die Kohle geht wahrscheinlich auch dorthin. Das frisst uns auch ein bisschen die Kohle weg gerade für unsere Kohlefilter-Schutzkleidung, die wir brauchen. Das ist natürlich unlucky, sag ich mal. Aber wird. Wird auf jeden Fall. Und dann können wir auch hier das Pausieren wegmachen und das kann auch langsam ausgebaut werden. Für noch mehr Kinder. Richtigen Babyboom, den wir da erzeugen. Okay, dann haben wir jetzt hier Stoff, Stoff, Plastik. Dann lass uns, ja, wir haben noch genug Metall. Dann lass uns trotzdem einfach noch auch hier Stoff gerade mal sammeln. Und dann passt das für den Anfang. Und ihr seid hier auch bald fertig. Da gibt es ja quasi nichts mehr. Was bedeutet, dass wir jetzt den Friedhof hier aber auch gut planen können. Der braucht gar nicht so viel. Der braucht gar nicht so viel. Supi. Dann können wir das hier auf jeden Fall von der Strecke wieder hier nach oben legen, um den Wald dort schön sauber zu bekommen. Das gefällt mir gut. Und dann können wir hier zwei reinsetzen. Da drüben sind es vier und können ja vielleicht für den Anfang erstmal als Ziel nur aufforsten packen, damit wir hier überhaupt erstmal einen Wald hinbekommen, den wir brauchen, damit dann überhaupt irgendwas geht an der Stelle. Die brauchen halt wahrscheinlich schon, die brauchen Kohle schon wieder.
Ja, daran arbeiten wir. Aber das geht nicht so schnell. Das braucht alles ein bisschen. In welche Richtung ist das Ding denn jetzt gedreht? Das ist doch safe in die Richtung gedreht. Ich habe doch safe mitgedacht, dass ich das geplant habe. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier auch das Lager. Das finde ich ganz cool eigentlich. Aber der, ach, der zeigt mir einfach nur, was generell gelagert wird. Aber ich kann da, glaube ich, nur reinlagern, oder? Ich kann nicht raus. Ach so, aber dann müssen die einzelnen, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Lager nicht miteinander verbunden. Aber die einzelnen Mitarbeiter bringen es einfach ins Lager und die freien Dudes, also die Siedler, die tragen es von den Lagern hin und her, so wie es irgendwie auch gebraucht wird, damit es besser verteilt wird, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was letztendlich dazu führt, dass meine einzelnen Gebäude trotzdem effizienter werden sollten. Eigentlich. Hoffe ich. Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Weil die bringen das ja jetzt schon hier rein quasi. Und haben dadurch viel weniger Laufstrecke. Was super cool ist. So, da fehlt jetzt wieder Zeug. Ja. Wir haben aber auch wirklich kein Holz mehr gerade. Geil, wir haben gerade eine Belohnung bekommen, die uns da ein bisschen helfen soll. Das ist sehr, sehr schön. Das Problem ist, wir brauchen hier auch Holz, ne? Wir brauchen hier leider auch Holz. Wir brauchen überall Holz. Und hier kann ich nicht mehr Arbeitskräfte reinpacken, auch wenn ich es gerne wollen würde. Ah, reicht diese Schneiderei, ist die Frage. So. Wir wollen filtern. Das heißt, der nimmt das nicht an, damit das nicht radioaktiv produziert wird. Wir haben auch keine Arbeitskraft in der Zisterne mehr. Huh? Wild. Ach, weil die jetzt dahin arbeiten gegangen ist. Das passt eigentlich. Das passt eigentlich, dass wir da niemanden mehr drin haben. Weil einfach alles da drüber rübergelagert werden soll. Das soll ja lieber dahin gehen, quasi. Das frisst jetzt auch Kohle. Wir brauchen auch eine zweite Kohlerei wahrscheinlich noch. Ziemlich sicher sogar. Das wird so wahrscheinlich nicht reichen. Ich meine, die produzieren, sie produzieren und sie produzieren, aber ja, die beschweren sich über ach, das Metallwerkzeug fehlt. I get it. Aber es ist auch gar nicht so leicht, da gerade nachzukommen, um ehrlich zu sein. Also wir produzieren und dann ist halt gefühlt wieder Ende, so. Ende Gelände. Lass da vielleicht wirklich direkt noch eine Schneiderei bauen. Ha, es gibt halt da eine ausgebaute Schneiderei, aber dafür brauche ich halt auch erstmal Forschung. Und da sind wir halt noch gar nicht. Da sind wir halt noch gar nicht. Wir haben immer noch genug Nahrung. Das finde ich auch beeindruckend. Das hätte ich nicht erwartet, tatsächlich. Dass wir immer noch genug Nahrung haben. Geil, und jetzt haben wir hier ein Lager. Und das wird, glaube ich, mein Leben auch vereinfachen, weil das jetzt halt eine ultra schnelle Strecke eigentlich dann werden sollte dadurch. Entschuldigung. Ui, tut mir leid. Wenn ich euch zu laut angenießt habe an dieser Stelle. So, Friedhof haben wir auch bald auf jeden Fall. Da
Das wird auch gut für die Leute sein. Geil, da haben wir jetzt ordentlich Werkzeug bekommen. Dass wir das bekommen haben, dürfte jetzt erstmal unser Werkzeugproblem lösen. Aber unser Kleidungsproblem ist immer noch nicht gelöst. Davon produzieren wir immer noch nicht genug. Immer noch nicht. Aber hier kommt jetzt auch langsam der Wald hoch. Das finde ich ganz gut eigentlich. Ach, die Büsche wurden schon gebaut. Das ging ja schnell. Das ging ja schnell. So, hier ist auch Kohle drin. Das frisst halt auch Kohle. Das darf man auch nicht vergessen. So, wir haben noch eine Dürre. Das ist hier erstmal nicht schlimm. Ach, und jetzt fehlt Metall an der Stelle. Jetzt fehlt Metall. Wir gucken, dass wir jetzt wieder genug Metall produzieren. Hier haben wir noch Stoff. Hier haben wir auch noch Stoff. Wir werden noch so viel mehr brauchen. Wir werden noch so viel mehr brauchen. Und den sollten wir auf jeden Fall priorisieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass relativ bald Leute an Altersschwäche sterben werden. Falls es nicht schon passiert ist und ich es übersehen habe. Ich habe aber noch nichts gesehen mit jemandem, der gestorben ist. Also wird safe auch noch passieren. Jetzt, demnächst, aber ja. Wir sollten auf jeden Fall gewappnet sein. So, wir haben jetzt die maximalen Schneidereien auf Betrieb. wir müssen schauen, dass wir irgendwie genug Stoff dafür produzieren. Das heißt, wir brauchen noch einen Recycler. Weil das sonst in 100 Jahren nicht reichen wird, was wir bis jetzt produzieren. Das kann ich jetzt schon sagen. Dass das nicht reichen wird. Und da fehlt Stoff, ja. Stoff. Das habe ich erwartet. Dann lass mal hier Stoff und auch hier Stoff produzieren. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir es dadurch besser in den Griff bekommen. Die sind immer noch voll dabei, das passt ganz gut. Wobei uns Schrott auch langsam ausgeht gerade. Also der Schrott wird auch bald auf jeden Fall wieder ein Problem werden, weil wir da jetzt doch schon recht viel davon aufbrauchen. Und wir haben jetzt einen Friedhof. Und das ist eine sehr gute Sache. Das ist eine sehr gute und sehr, sehr wichtige Sache. Damit die Leute nicht depressiv werden, wenn jetzt Menschen sterben. Und die auch aufgehoben werden, die Menschen, die tot sind. Das ist ja auch nochmal eine Sache. So, der wartet schon wieder worauf? Stoff? Metall. Aber wir haben es in den Griff bekommen, Leute. Wir haben keine Leute mehr, denen Kleidung fehlt. Jetzt. Shit. Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Leute, denen Kleidung fehlt. Und genau in dem Moment ist es passiert. Aber das scheint jetzt trotzdem besser zu funktionieren. Nur Metall brauchen wir noch mehr auch noch. Damit wir da reagieren können. Metall fehlt auf jeden Fall gerade jetzt auch noch. Wie viele Leute wir plötzlich haben, ey, holy shit. Es sind so viele geworden. Es
denn so viele geworden? So, Schrottplatz ist auf 5 von 5. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier auch dieses kleine Deko-Ding. Und das gibt positiver Einfluss. Dann hat sich das ja schon voll rentiert, dass wir hier ein bisschen was reingepackt haben. Haben wir vielleicht noch ein bisschen Deko, die wir reinpacken können, die da auch noch gut, die da auch noch gut macht. Vielleicht noch so ein Blumenbeet. Ein Blumenbeet finde ich eigentlich auch ganz süß. Und dann lassen wir das als nächstes bauen. Sieht halt auch alles ein bisschen deprimierend aus, trotzdem. Dass das essenstechnisch auch immer noch reicht, finde ich mega faszinierend. Aber wir müssen wassertechnisch, glaube ich, jetzt das erste Mal ein bisschen gucken. Weil, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Hier gucken. Produktion. Der Verbrauch ist sehr hoch gegangen. Das heißt, da müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen. Und Wasser ist hier produziert. Ui, da geht die Produktion gerade sehr krass runter. Regnet aber auch gerade nicht. Das darf man nicht vergessen, dass es gerade auch nicht regnet. Sollte bald wieder regnen, aber einfach, dass wir es nicht übersehen. Ich packe da mal einen Mitarbeiter mehr rein. Mal schauen, wie es dann wird, was es dann so tut. Hier entsteht auch langsam mein Wald. Das funktioniert auf jeden Fall also auch cool. Und dann, was fehlt denn da jetzt immer noch die ganze Zeit? Immer noch Metall. Und hier Kohle. Metall und Kohle. Machen jetzt abholzen und auffrischen und damit sollte jetzt die Holzproduktion auch richtig hochgehen tatsächlich. Das ist ja schon mal ganz gut. Okay, was haben wir jetzt an neuen Sachen, die ganz geil sind? Da gibt es noch so einen Treffpunkt, den man bauen könnte. Da gibt es eine Art Forum, das man bauen könnte. Das finde ich auch sehr spannend. Das würde potenziell sogar auch hier noch reinpassen. Das wäre vielleicht sogar ein guter Ort dafür, wenn das, diese Straße dann irgendwann mal abgerissen ist. Das wäre potenziell sogar ein sehr guter Ort dafür, weil das hier halt auch so beim Zentrum ist. Eigentlich. Hier wollten wir noch das Lagerfeuer vielleicht hinpacken. Wobei wir das auch da hinten hinpacken könnten, weil ja da unser ganzes Ding sich hinbewegt. Eine Schule wäre vielleicht auch eine Überlegung. Man muss aber sagen, ich könnte das Forum auch... Nee, das braucht ein bisschen mehr Platz, ne? Wie sieht's aus mit einem Sanitärhaus? Sanihaus einfach. Ein Sanihaus wäre halt auch gut, ne? Wir haben halt auch keine Arznei mehr, glaube ich. Oder wenig vielmehr. Dafür bräuchten wir eine Kräuterhütte. Die bietet sich auch hier an. Wollten die nicht auch... Ach, die sind nur auf Abholzen. Ich wollte gerade schon sagen, das nimmt ja... Ausmaße an, die finde ich nicht so schön. Das vielleicht erstmal nur aufforsten. Hier wieder, weil ich mir auch meine ganzen also ich zerstöre mir meine eigenen Nahrungsdinger hier, wenn ich so weitermache. Das ist nicht so gut. Aber Schrott fehlt uns jetzt auch wieder. Hier ist jetzt auch wieder ein bisschen näher, was Schrott angeht. Aber uns geht der Schrott auch gerade so ein bisschen aus hier aus der Umgebung.
So. Noch ein Kind mehr bekommen. Ich kann nicht glauben, dass wir von dem so immer noch leben können, nahrungstechnisch. Das kommt mir schon sehr wenig vor. Ja, sammel erstmal hier drüben, bis der Wald da wieder aufgeforstet ist. Arzneimittel ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Und daraus können wir dann wieder mehr, haben wir zumindest mal Heilkräuter für den Anfang. Das ist ja mal schon mal was. Und daraus können wir dann ja immer noch mehr gestalten. So. Hey Boss, in letzter Zeit werden wir immer mehr Siedler. Wenn unsere Bevölkerungsanzahl weiterhin so rapide ansteigt, könnte es sein, dass es zu Versorgungsengpässen kommt. Du kannst das Bevölkerungswachstum ein wenig steuern, indem du mehr Siedler in Zufluchten unterbringst oder aber über das Forum den Siedlern die Fortpflanzung für die nächste Zeit untersagst. Wir haben also wirklich einen Babyboom. Dann hat das ja jetzt richtig geklappt mit dem Babyboom. Das ist ja schön. Ich finde das mega geil, dass wir jetzt endlich mal hier genug neue Menschies dazu bekommen haben. Ich finde das super. Ich beschwere mich da auf jeden Fall nicht drüber. So. Das schaut super aus. Das schaut nicht gut aus. Aber ich glaube, die Zuflucht ist generell einfach ein Scheißort zum Wohnen. Ich glaube, die ist generell einfach nicht so der Burner. Tatsächlich. So. Nice, jetzt haben sie den Weg da oben endlich weggepackt. Das heißt, wir können jetzt hier ein Forum planen. Das hatten wir ja im Gespräch. Oder wollen wir das lieber da haben? Ich meine, das passt hier halt richtig gut rein. Eigentlich. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Also ich glaube so, dass die Wände da nach drüben sind, ist besser. Ja. Und dann können wir hier noch so Büsche hinpacken für Deko oder so. Das wird schon ganz gut aussehen, glaube ich. Wenn wir jetzt hier auf Logistik gehen, dann können wir hier noch so den Weg weiter planen quasi. Den wir da ja jetzt hier so haben. Und dann können wir hier Straßenlaternen hinpacken. Und Hecken für ein bisschen Deko. Das sieht dann ganz hübsch aus. Ich fange jetzt also an mit Deko. Na moin. Das sagt ja eigentlich auch schon alles aus. Aber vielleicht kriegt das dann auch noch ein bisschen einen Bonus, da zu wohnen. So, das mit dem Wasser gefällt mir nicht. Wasser nimmt mittlerweile eine beunruhigende Richtung an. Also es regnet jetzt, das ist ganz gut, aber abseits davon für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Wir bauen jetzt hier noch so ein zweites Ding hin. Einen zweiten Regenspeicher. Was jetzt auch bedeutet, dass wir hier jetzt erstmal Plastik sammeln für eine Zeit, damit wir den Regenspeicher gebaut bekommen. Wenn mir das Wasser da zu sehr abhaut gerade. Nahrung geht noch, aber könnte auch besser sein, theoretisch gesehen. So, hier brauchen wir auch Metall. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Kann ich vielleicht... Wir haben ja noch Leute. Das ist ja fein. Nahrung. Kann ich nicht vielleicht sogar einfach noch ein Anbaufeld bauen? Das ist halt mit vielleicht einer weniger effizienten Pflanze, aber trotzdem...
spricht ja erstmal eigentlich nichts dagegen, hier vielleicht jetzt eine Zuckerrübe hinzusetzen. Und dann noch ein Nahrungsding mehr damit eingeplant zu haben, was ja, glaube ich, gar nicht so schlecht ist erstmal. Zuckerrüben und Bohnen ist auch eine weirde Kombi. Ich hätte gern Kartoffeln, aber die müssen wir, glaube ich, auch erstmal freischalten, die Tüften. Das wird auch erstmal was brauchen. Ah, da könnten wir fast wieder einen neuen Siedler noch brauchen. Aber das wird auch kommen. Also wir sind immer noch auf Bevölkerungswachstum ausgelegt. Wir haben immer noch 17 Kinder. Das darf man nicht vergessen. Das ist wirklich quite much. Das ist wirklich quite much. Gut. Plastik ist das, was hier noch fehlt. Was fehlt hier jetzt wieder überall? Metall. Metallstoff, alles wahrscheinlich, ne? Wir wollen halt eigentlich, was das angeht, wollen wir die Raffinerie haben. Aber dafür brauchen wir Forschung und dafür brauchen wir eine Forschungsstation. Und die ist sehr groß. Die ist wirklich sehr, sehr groß. Ja. Ich weiß auch noch nicht, wo wir die denn hinpacken jetzt tatsächlich. Mal gucken. Aber dass wir eine Raffinerie bekommen, wäre halt, glaube ich, ganz gut. Und dringend notwendig. So, Essen geht hoch. Das ist schön. Und dann können wir hier noch einen Mitarbeiter draufsetzen und hier noch einen Mitarbeiter draufsetzen, damit das mit der Farm alles gut klappt und wir wirklich gut Essen bekommen. Ich habe lieber viel zu viel Essen als zu wenig. Wassertechnisch macht mir Sorgen. Wassertechnisch macht mir Sorgen, weil wir mit dem einen Regending nicht mehr genug sammeln für alle. Aber wir haben das, wir haben rechtzeitig reagiert, glaube ich. Also ich glaube, boah, ich hoffe. Ich glaube, wir haben rechtzeitig reagiert. Vielleicht hier nochmal auch Plastik ranmachen. Dass wir das jetzt einfach ganz schnell abschließen hier. Das Ding, das nervt mich ein bisschen, dass das immer noch nicht ready ist. Weil uns das Wasser jetzt doch sehr schnell flöten geht gerade. Sind doch sehr viele Menschen. Ja. Ja. Das geht jetzt gerade ein bisschen schneller, als es mir lieb ist. Ich kann doch noch einen Brunnen bauen, oder? Ich muss noch gucken, der hat so einen Radius. Dass ich mich quasi nicht zu nah innerhalb dieses Radiuses bewege. Aber das hier. Ja, aber hier wollen wir wahrscheinlich was anderes dann haben. Aber hier könnten wir theoretisch gesehen noch einen Brunnen bauen. Das ist halt ein bisschen weiter weg, aber nicht endlos weit weg. Und bietet sich als zweiter Brunnen gut an. Dann blockiert sich das nicht gegenseitig. Und das ist auf jeden Fall noch im Rahmen von der Zisterne. Was sehr, sehr wichtig ist. So. Wir haben eine Dürre. Das ist auch sehr scheiße. Um das hier mal anzubringen. Und das wäre sehr gut, wenn das Ding jetzt fertig werden würde. Das wäre sehr, sehr gut, wenn das jetzt fertig werden würde. Weil wir so nicht mehr durchkommen. Gar nicht. Tatsächlich. Oh, ich bekomme jetzt ein bisschen Panik. Es läuft sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich bekomme jetzt so ein bisschen Stress, weil ich ein bisschen Angst davor habe, dass ich es jetzt verschissen habe, weil ich zu schnell zu viel Bimiboom erzeugt habe. Dieses Spiel gibt und nimmt und vor allem nimmt es. Okay, wir haben einen zweiten Brunnen. Okay, wir haben einen zweiten Brunnen. Schauen wir mal, ob das mit zwei Brunnen jetzt besser funktioniert. Der ist ja nicht ausgelastet. Der sucht ja immer noch nach benötigt Holzstück oder Brunnen. Das heißt, mein Brunnen ist halt nicht schnell genug mehr in dem
wie er produziert. Das hier wird auch gleich fertig sein. Hoffe ich. Wir haben halt sehr viel auf Plastik ausgelegt gerade. Wenn das jetzt nicht fertig wird, dann... Ja, da ist es. Aber es muss ja jetzt auch wieder regnen, ne? Aber cool. Damit haben wir das jetzt auch wieder. Das heißt, da haben wir jetzt auch doppelt Wasser. Das ist auch eine gute Sache. Und jetzt bitte regne. Und jetzt haben wir hier erlassene Deklate. Okay, wir wollen auf jeden Fall... Nee, wir wollen keine Kinder verbannen. Ach du heilige Scheiße. Wir wollen vielleicht Wasser rationieren. Und wir wollen eine Geburtenkontrolle erlassen. Und oh, das ist sehr, sehr cool. Was gibt's denn da alles? Kinder verbannen. Oh. Siedler dürfen nur noch 50% Öl konsumieren. Das ist hart. Siedler dürfen nur noch 50% ihres üblichen Wasserbedarfs konsumieren. Dies senkt ihre Zufriedenheit um 3. Aber es ist halt super cool, dass es geht. Deine Siedler achten auf Funksprüche von anderen Überlebenden, die bereit sind, sich unter bestimmten Bedingungen in deiner Siedlung anzuschließen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Verbietet Siedlern ihre Zuversicht durch den Besuch ihres Zuhauses oder anderen Gebäuden zu stärken. Alle ungebeteten Erwachsenen werden gebetet. Dieses Dekret verbraucht 2 Wissen, das in der Forschungsstation angesammelt wurde. Die Kräuter- und Medizin erhöht sich um 200%. Alle Siedler erhöht die Haltbarkeit ihrer Werkzeuge und Ansporn. Das sind super coole Sachen. Manchmal sind die Reserven knapp, das wissen wir. Aber Wasser ist das Wichtigste, was wir zum Überleben brauchen. Wir sollten immer genug davon auf Vorrat haben. Lange werden wir eine solche Rationierung nicht hinnehmen. Wenn das deine Anweisungen sind, Boss, dann werden wir es auch so halten. Aber wir sind unglücklich, nicht selbst entscheiden zu können, wann wir unsere Familien gründen. Es wäre besser, wenn wir durch dich... Wenn du dich darum kümmern könntest, dass wir weiter wachsen können. Junge, wir haben gerade so viele Babys gemacht. Wir hatten so einen krassen Babyboom. Also ich finde nicht, dass ich mir gerade was vorhalten lassen muss. Aber dass wir dieses Dekret jetzt noch machen konnten, war, glaube ich, eine ganz gute und wichtige Geschichte. Weil es jetzt erstmal regnen muss. Damit sich unsere Wassergeschichte wieder erholt. Unsere Wassergeschichte muss ich dringend erholen. Und der Brunnen... Reicht irgendwie auch nicht. Also, der macht nicht genug, finde ich, gerade. Es geht halt weiter runter. Es geht halt immer weiter. Ah, es geht langsam wieder hoch. Oh, es geht langsam wieder hoch und es regnet. Gott sei Dank. It's raining, man. Hallelujah. Das ist schön. Bitte regne weiter. Hör nie wieder auf zu regnen. Bitte regne weiter. Unendlich lange und unendlich viel. Damit sich unsere Wassergeschichte hier wieder erholt. Okay. Einige Kinder in unserer Siedlung sind unglücklich. Diese harsche Umgebung ist nicht besonders kinderfreundlich. Die Kinder fordern neue Spielzeug und Kleidung, die besser auf sie zugeschnitten ist. Was muss ich machen? Ich muss Schrottwerkzeug und Halstücher produzieren. Das ist die Erwartungshaltung. Gut. Dann produzieren wir Schrottwerkzeug und Halstücher für die Kinder. Und wir brauchen eine Schule. Ja, ist auch eine krasse Forderung. So weit sind wir auch noch nie gekommen, dass das gefordert wurde. Gott, ich bin so froh, dass das jetzt mit dem Wasser wieder hochgeht. So, wir wollen wieder Metall produzieren hier. Und hier haben wir Stoff. Dann wollen wir hier auch wieder Stoff produzieren und auch hier Metall produzieren. Dann wird die anderen Produktionen wieder klappen. Plastik haben wir jetzt erstmal genug. Und dann überlegen wir uns, wo wir eine Schule hinpacken können. Die braucht auch gar nicht so viel Platz, ne? Aber hier schafft sie es platztechnisch gerade so nicht. Das ist sehr ärgerlich, wenn du mich fragst. das ist sehr ärgerlich. Aber ich glaube, dann würde ich sie echt so hier hinpacken. Wobei neben dem Friedhof auch so ein bisschen makaber ist. Sonst vielleicht hier. Also wenn ich das so hinpacke und dann würde ich sagen, bauen wir... seht ihr, das ist halt... Das ist halt scheiße. Aber was könnten wir denn sonst hier vielleicht hinpacken? Das Lager, das ist das Lagerfeuer. Schafft das auch nicht. Kriege ich die Schule hier nirgendwie reingedrückt?
Das ist so ärgerlich, dass das so knapp nicht geht. Das ist richtig ärgerlich, weil, also das Sanitätshaus hätte ich halt gerne hier, aber das schafft es hier auch nicht rein. Na, dann kann ich die Schule hier hinpacken. Also wenn das Sanitätshaus hier nicht reinschafft, dann packe ich hier die Schule hin, weil dann habe ich den Platz hier optimal genutzt. Und dann bauen wir die und vielleicht ein bisschen ein Park oder ein bisschen Deko oder so davor. Wenn wir dann gucken. Aber dann machen wir das erstmal so. Das ist ja ganz okay. Ich habe gerade gesehen, wie spät es ist. Oh Gott, ich muss für heute mit der Aufnahme schon wieder aufhören. Der Stream startet gleich, also in einer Minute. Ja gut, dann müssen wir hier an der Stelle stoppen. Wir haben mittlerweile ein schönes Windspiel, wir bauen eine Schule. Ey, das ist richtig gut gelaufen, heilige Scheiße, was für ein Babyboom. Wir haben einfach 60 Siedler, wir haben uns verdreifacht. Das läuft richtig gut. Ich habe so Angst, dass ich es verschreie, aber das läuft richtig gut. Nice. Mega, mega cool. Erstmal speichern. Und dann geht's nächste Woche weiter. Geil.